Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 7, Antrag der Fraktion der SPD, betreffend Studie zu besonderen Belastungen der Lehrerinnen und Lehrer in Hessen, 1943-37. Das Wort hat der Kollege Lothar Quanz, SPD-Fraktion. Lothar. Sehr verehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer! Die SPD beantragt eine Studie zu den besonderen Belastungen der Lehrerinnen und Lehrer in Hessen. Warum tun wir das? Ich möchte mit Ihrer Genehmigung, Herr Präsident, mit wenigen Zitaten beginnen, zunächst aus der Zeit vom 16.02.17. Grundschullehrer ist ein Traumjob. Neugierige, lernwillige Kinder, leichter Stoff, früher Feierabend. Wirklich? In vielen Frankfurter Grundschulen scheint der Job in einen Albtraum sich zu verwandeln. Manche Lehrer stehen kurz vor dem Kollaps, sagt Benedikt Gerling, Sprecher der Frankfurter Grundschulleiter und selbst Rektor seit 2003. Er wolle nicht jammern, sagt er, aber da laufe gerade etwas total aus dem Ruder. Das ist nicht ganz neu, diese Entwicklung, aber sie hat im Laufe der Zeit an Dynamik, an schlechter Dynamik, wenn man so will, deutlich zugenommen. Ich zitiere aus Spiegel Online vom 8. April 2014. Da geht es um eine Studie, die der Aktionsrat Bildung in Bayern auf den Weg gebracht hatte. Zitat: Erschöpft, deprimiert, krankgeschrieben. Kaum eine Berufsgruppe leidet so häufig unter Burnout-Symptomen wie Lehrer, obwohl sie ihren Beruf durchaus mögen. Der Aktionsrat Bildung warnt vor Auswirkungen auf den Unterricht. Etwas später: Die Analysen sind besorgniserregend, sagte der Vorsitzende des Aktionsrates Dieter Lenzen, übrigens ein Mann aus der Wirtschaft. Viele Beschäftigte im Bildungswesen leiden dem Gutachten zufolge unter chronischem Stress und psychischen Beeinträchtigungen. Studien, in denen Berufsgruppen verglichen werden, zeigen, dass Beschäftigte im Bildungswesen subjektiv besonders stark belastet sind, heißt es in dem Gutachten. Das war Bayern. Gehen wir auf die aktuelle Situation in Hessen ein. Da hat die GEW in Hanau im letzten Jahr eine Studie unter den Lehrerinnen und Lehrern quasi abgefragt. Immerhin von 56 Schulen haben 43 geantwortet und knapp 500 Lehrerinnen und Lehrer sich daran beteiligt. Ganz weniges dazu. 75% der Kolleginnen und Kollegen können abends nicht abschalten und die Schule einfach einmal vergessen. Über 90% geben an, dass kein Wochenende während des Schuljahres frei von Arbeit sei. Ständig zunehmende außerunterrichtliche Aufgaben beklagen über 95%. Ich könnte diese Studien fortsetzen. Der Pressespiegel in den letzten Wochen war voll davon. Ich weise darauf hin, dass die Arbeitszeit der öffentlich Beschäftigten in Hessen über dem aller anderen Bundesländern liegt. Meine Damen und Herren, wir wollen wissen, was ist daran, und deshalb diese wissenschaftliche Studie, die wir jetzt einfordern. Es geht um die Zahl der Pflichtstunden im Bundesvergleich. Es geht um die Kosten der Beihilfe im Bundesvergleich. Es geht um Mehrkosten durch Frühpensionierungen. Es geht darum, auch zu erforschen, was sind die besonderen Belastungen der Lehrerinnen und Lehrer, die offensichtlich in Hessen noch einmal deutlich höher liegen als in anderen Bundesländern. Wenn Sie, Herr Kultusminister, sagen, wir haben ein Allzeithoch, was die Unterrichtsversorgung angeht, wissen Sie, was Tausende von Lehrerinnen und Lehrern sagen? Wir haben kein Allzeithoch, wir haben ein Dauertief. Das wollen wir erforschen, und deshalb wollen wir diese Studie gerne in den Auftrag geben. Meine Damen und Herren, wir haben eine Fürsorgepflicht für die Beamtinnen und Beamten. Das ist nicht nur ein gegenseitiges Vertragsverhältnis, sondern diese Fürsorgepflicht reicht natürlich weiter, weil sie auch die Schülerinnen und Schüler angeht. Die Hilfe, die Lehrerinnen und Lehrer zu Recht beanspruchen, mehr Ressourcen, weiteres Personal durch unterschiedliche Professionen und, kommen letztlich den Schülern und Schülerinnen zugute. Das ist der eigentliche Kern des Problems, dass natürlich auch Krankheitssymptome und Belastungen der Lehrer und der sich Auswirkungen auf die Qualität des Unterrichts. Deshalb ist das ein ganz zentrales Thema, das uns in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen muss. Meine Damen und Herren, ein anderes Zitat, ein letztes an dieser Stelle aus der FAZ, aus der Sonntagszeit.
vom Februar, ja, ganz am Anfang des Monats, Entschuldigung, dieses Jahres. Da wird eine Grundschullehrerin zitiert, und sie antwortet: Als ich vor 15 Jahren als Lehrerin angefangen habe, gab es an manchen Schulen in Frankfurt den sogenannten gemeinsamen Unterricht. Das waren Klassen mit nicht mehr als 21 Kindern, in denen es drei Inklusionskinder gab und die von einer Lehrerin und einer Förderschullehrerin gemeinsam unterrichtet wurden. Das war ein gutes Modell, das aber offenbar zu teuer war, denn es wurde wieder abgeschafft. Meine Damen und Herren, es gibt Antworten. Es gibt Modelle, die wir auch erprobt haben, die deutlich besser sind und die Fragen, die zentralen Fragen, die wir gestellt haben, auch beantworten. Und deshalb können wir nicht zufrieden sein, solange diese Studien uns immer wieder mitteilen, Lehrerinnen und Lehrer sind mehr als andere Berufsgruppen belastet. Das hat Konsequenzen noch einmal für die Qualität des Unterrichts. Diese Studie wollen wir haben. Wenn Sie mit Mehrheit das im KPA ablehnen, haben wir auch ein gutes Argument. Dann wollen Sie nicht wissen, wie es tatsächlich in den Schulen aussieht. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Herr Lothar Quanz. Das Wort hat der Abg. Daniel May, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die SPD-Fraktion beantragt heute eine Studie hinsichtlich der besonderen Belastung hessischer Lehrerinnen und Lehrer, kann aber in der Begründung des Antrags nicht darstellen, warum die hessischen Lehrerinnen und Lehrer besonders belastet sein sollten gegenüber anderen Ländern in Deutschland. Ich werde Ihnen auch gleich nachweisen, dass es für diese Annahme keinen Anlass gibt, sondern dass das genaue Gegenteil der Fall ist. Wir als Koalition sehen nämlich sehr deutlich die verantwortungsvollen Tätigkeiten der Lehrerinnen und Lehrer. Wir sehen, was sich im Lehrerberuf ändert. Wir sehen, welche Aufgaben hinzukommen. Wir sehen, welche neuen Herausforderungen die Schule zu bewältigen hat. Und darauf reagieren wir. Wir leiten nicht erst aufwendige Studien ein, sondern wir reagieren auf die neuen Herausforderungen in der Schule, stellen neue Ressourcen zur Verfügung, bilden Lehrerinnen und Lehrer aus, stellen fügen wir hinzu, und das im großen Stil. Ich glaube, damit ist den Lehrerinnen und Lehrern mehr gedient als mit einer großen Studie. Uns ist vollkommen klar, dass Lehrerinnen und Lehrer in Hessen mit anspruchsvollen pädagogischen Aufgaben und gesellschaftlichen Anforderungen konfrontiert sind. Uns ist klar, dass wir möglichst viel Ressource dafür einsetzen müssen, um die Rahmenbedingungen an den Schulen zu verbessern. Das ist auch unser primäres Ziel. Und dass wir das erkennen und dass wir das auch erreichen wollen, zeigen wir mit einer Vielzahl von Maßnahmen. Heute Morgen sind schon ein paar in dem Setzpunkt der SPD aufgegriffen worden. Ich möchte deswegen nur stichpunktartig noch einmal die wichtigsten Maßnahmen der vergangenen Jahre der schwarz-grünen Koalition aufzählen. Wir haben erreicht: mehr Stellen für die inklusive Beschulung, mehr Stellen für den schulischen Integrationsplan. Das sind noch einmal 200 Stellen zusätzlich zu dem zu der Verdopplung des Sozialindexes von 300 auf 600 Stellen. Wir haben mehr Stellen für den Ausbau der ganztägig arbeitenden Schulen zur Verfügung gestellt. Wir haben mehr Stellen für die sozial indizierte Lehrerzuweisung. Wir haben mehr Stellen für die Deutschförderung. Wir haben mehr Stellen für die Senkung der Wochenarbeitszeit von 42 auf 41 Stunden die Woche bei den Lehrerinnen und Lehrern. Und das alles, während wir gleichzeitig die 105-prozentige Lehrerversorgung im Landesdurchschnitt beibehalten. Ich zeige doch ganz deutlich, dass wir sehr deutlich gewahr haben, was an den Schulen passiert, wo die zusätzlichen Bedarfe sind. Wir wollen keine Untersuchungen, wir wollen handeln, und das tun wir auch. Also, insgesamt macht das rund 2.500 mehr volle Stellen aus. Das zeigt, wir arbeiten sehr gern daran, dass die Situation an unseren Schulen besser wird. Die theoretische Untersuchung, die der Kollege Quanz jetzt vorgeschlagen hat, um der SPD-Fraktion die Tätigkeiten und die Aufgaben von Schule nahezubringen, scheint uns keine sinnvolle Investition. Wir brauchen diese Studie nicht. Wir sind uns gewahr, wo die Schwierigkeiten in unserem Bildungssystem sind. Von daher können wir Ihrer Initiative nicht
folgen. Zudem ist Ihnen auch nicht klar geworden, was Sie genau damit bezwecken wollen. Im Gegenteil, bei mancher Ausführung, die im Antrag niedergeschrieben worden ist, blieb ich eher ratlos zurück. Mir ist es z.B. nicht klar und deutlich geworden, warum die Einführung der unterrichtsbegleitenden sozialpädagogischen Förderung, also Schulsozialarbeit für die Schulen möglich zu machen, warum das eine besondere Belastung für Lehrerinnen und Lehrer sein soll. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Es ist doch vollkommen klar, dass die Lehrerinnen und Lehrer einer Schule entlastet werden, wenn über USF eben Mittel aus der sozial indizierten Lehrerzuweisung für Schulsozialarbeit eingerichtet werden können. Das entlastet doch die Lehrerinnen und Lehrer. Wie Sie darauf kommen, dass das zu einer zusätzlichen Belastung für die Lehrerinnen und Lehrer kommt, ist mir schleierhaft geblieben. Wir als Schwarz-Grüne Koalition erkennen also, wo an den Schulen zusätzliche Aufgaben bewältigt werden müssen. Wie wir bereits heute Morgen deutlich gemacht haben, reagieren wir da ganz zügig drauf und stellen die erforderlichen Mittel bereit. Die Ausstattung, die unsere Schulen haben, die haben die meisten anderen Länder nicht, nicht mal annähernd. Von daher gibt es für mich keinen Grund zu glauben, dass die Situation hier besonders schlecht ist. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Von daher werden wir Ihre Initiative nicht unterstützen. Vielen Dank, Kollege May. Das Wort hat die Frau Abg. Faulhabe, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir werden diesen Antrag der SPD unterstützen. Weil es nämlich keine Glaubensfrage ist, Herr May, ob es an den Schulen irgendwie Belastungen gibt oder nicht, sondern man muss tragfähige Fakten eruieren, und dann kann man erst etwas dazu sagen. Genau, da kann man. So, immerhin ist es wichtig, dass das Kultusministerium ganz fundiert einschätzen kann, welche Belastungen Lehrerinnen und Lehrern tatsächlich ausgesetzt sind. Und da sehen wir auch richtig Nachholbedarf. Ich erinnere einmal daran, dass das Kultusministerium vor einem halben Jahr eine Anfrage der LINKEN nicht beantwortet hat und stattdessen angab, diese Fragen seien zu aufwendig zu recherchieren. Das betraf jetzt zwar einen anderen Bereich, nämlich den Ganztagsschulbereich. Aber da wurde klar, fundierte Informationen, wie es an den Schulen aussieht, liegen dem Kultusministerium nicht ausreichend vor. Und das in so einem wichtigen Schwerpunkt wie beim Ganztagsschulausbau. Also, wir hoffen also inständig, dass diese Studie zur Belastung der Lehrerinnen und Lehrer in Auftrag gegeben wird. Derzeit werden die Belastungsanzeigen aus den Schulen vom Kultusministerium weitgehend ignoriert. CDU und GRÜNE haben mir erklärt, es seien so viele Lehrstellen neu geschaffen worden, Sie haben es ja eben gehört, und die 105-prozentige Lehrerversorgung, dass die, die vor Ort arbeiten, die Kritik der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften, die Kritik aus den Schulen nicht stichhaltig sei, das glauben Sie ja selber nicht. Und dann ein paar Wochen später. Ja, genau. Und dann ein paar Wochen später schreiben Sie mehr als 2.000 Briefe an pensionierte Lehrkräfte, um sie wieder zurück an die Schulen zu holen. Das zeigt doch, dass nicht alles so rosig ist, wie es CDU und GRÜNE und das Kultusministerium hier behaupten. Ich finde, die Belastungsanzeigen der Lehrerinnen und Lehrer dürften von einem obersten Dienstherrn wie Ihnen, Herr Lorz, nicht ignoriert werden. Dass Sie Ihre Lehrerinnen und Lehrer im Regen stehen lassen, das finde ich eigentlich unterirdisch. Warum antworten Sie denn nicht einmal, wenn fast 60 Grundschulen aus einem Landkreis Sie nachdrücklich um Hilfe bitten? Warum sagen Sie nichts zu den vielen Berichten in der Presse, in denen Lehrerinnen und Lehrer ihren Arbeitsalltag schildern und vor allem sagen, dass sie den Kindern so nicht gerecht werden können? Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich habe es schon vorhin gesagt, in dieser Situation, wo Sie händeringend um die Rückkehr von Pensionisten werben, kann man doch nicht sich taubstellen für die Anliegen derer, die man beschäftigt hat.
Es wird auch nicht ausreichend beachtet, wie sich die Arbeitsgrundlage der Grundschullehrkräfte, auch der Förderschullehrkräfte, geändert hat, und zwar enorm. Also, man kann nicht Inklusion, Ganztagsprogramme oder auch die Beschulung von Seiteneinsteigern nebenbei mit erledigen als Lehrkraft. Alle Parteien hier versichern ja auch immer wieder, wie wichtig multiprofessionelle Arbeit ist für die erfolgreiche Schulbildung. Und das war auch Konsens in der Enquetekommission Bildung, und zwar parteiübergreifend. Dabei hat sich aber vor Ort oft die Schulsozialarbeit vermindert. Also, ich kann das aus meinem Kreis sagen. Da gab es vor 3 Jahren noch viel mehr Schulsozialarbeiter als jetzt. Und es ist Zukunftsmusik, dass wirklich Schulsozialarbeit auch für alle Schulen zur Verfügung steht. Entschuldigung. Und eigentlich müsste das sein, und auch nicht in jedem sozial schwierigen Brennpunkt sind genügend Sozialarbeiter vorhanden. Das ist auch Zukunftsmusik. Ich habe eigentlich noch überhaupt nicht gehört, dass jemand die Frage der Sozialarbeit hier offen bestreitet. Aber die Belastungen, die dadurch entstehen, dass es sie nicht gibt, werden nicht gesehen und damit auch nicht in Angriff genommen. Das müssen Lehrerinnen und Lehrer nach wie vor nebenbei mit erledigen. Diese Studie wäre also eine gute Arbeitsgrundlage, um die Bildungspolitik in Hessen zu verbessern. Und man könnte auf dieser Grundlage dann auch wirklich fundierte Entscheidungen treffen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Armin Schwarz, CDU-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Wir beraten heute über den Antrag der SPD, eine Studie in Auftrag zu geben zur besonderen Belastung der Lehrerinnen und Lehrer. Ich will darauf hinweisen, auf das, was wir heute Morgen schon einmal beraten haben. Die eigenen Konzepte sind jetzt nicht so ganz groß geschrieben. So ein ähnliches Thema hatten wir vor 2 Jahren. Da hat der Kollege Greilich, die FDP, einen ähnlichen Antrag gestellt. Ich will einmal, nachdem heute Morgen ein Bild gezeichnet wurde von dem Zustand an den hessischen Schulen, eines sagen. Wenn Sie immer wieder den Leuten erklären, wie schlecht es angeblich sei, ist das nicht unbedingt wertschätzend gegenüber der enormen Arbeitsleistung der Lehrerinnen und Lehrer an hessischen Schulen? Ist das nicht sonderlich motivationsfördernd? Und deswegen sagen wir, wir haben allergrößten Respekt und haben allergrößte Anerkennung vor der Arbeitsleistung der Kolleginnen und Kollegen in Hessen. Und die hessischen Kolleginnen und Kollegen an den Schulen wissen, dass sie sich auf die schwarz-grüne Koalition verlassen können, meine Damen und Herren. Offensichtlich scheint das politische Ziel zu sein, die Stimmung schlecht zu machen. Und wir wissen, dass die Arbeitsleistung der Lehrer maßgeblich auch den Bildungserfolg der Schülerinnen und Schüler mit beeinflusst. Und deswegen diese ganze Debatte darüber, wie schlecht alles angeblich sei, und auch die regelmäßige Lehrerschelte, die es dann so gibt. Wir könnten eine Historie anfangen bei Gerhard Schröder, Stichwort faule Säcke. Wir könnten weitermachen bei Kurt Beck, der gesagt hat, das, was ein Lehrer macht, habe ich in der Woche gemacht, habe ich montags morgens schon im Büro erledigt. Oder wir könnten weitermachen bei Äußerungen der ehemaligen Kultusministerin Beer, die festgestellt hat, viele Lehrer gehören gar nicht an die Schule. Das ist nicht unsere Herangehensweise und nicht unsere Werthaltung gegenüber der Arbeit, die an den hessischen Schulen vollzogen wird. Unsere Auffassung ist klar, und da zitiere ich Herrn Karl Kaspers, der feststellte, das Schicksal einer Gesellschaft wird dadurch bestimmt, wie man sie, nämlich die Lehrer, beachtet. Das ist unsere Auffassung. Dazu stehen wir. Wir haben Hochachtung vor dem, was die Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen leisten, meine Damen und Herren. Und dann kommen wir auf die Studie, die in Auftrag gegeben werden soll. Ich sage es Ihnen sehr deutlich, viel Geld für Studien auszugeben, das ist möglicherweise Ihr Ansatz, das ist aber noch längst kein so ein Konzept. Wir sagen, wir geben Geld für gute Bildung und für Lehrer aus. Da ist es besser investiert.
Und wenn Sie glauben, mit einer Studie einmal quer im Land mit einer Elle die Schulen vermessen zu können, halte ich das für grundverkehrt. In den unterschiedlichen Bildungsgängen sind die Herausforderungen, die Arbeitsbelastungen der Kolleginnen und Kollegen völlig unterschiedlich. Ob das an den Gymnasien ist mit Korrekturfächern wie Englisch und Deutsch oder beispielsweise pädagogische Leistungen an den Grundschulen oder den Förderschulen. Ich glaube nicht, dass man das hier mit einem Maß entsprechend vermessen kann, sondern man muss individuell schauen, und man muss individuell und besonders fördern. Und deswegen bin ich dem Kollegen May sehr dankbar dafür, dass er die besonderen Schwerpunkte der schwarz-grünen Bildungspolitik hier noch einmal unterstrichen hat. Wir haben die 105%, die bleiben. Wir haben den Ausbau des Landstagsprogramms mit 230 zusätzlichen Stellen, das bleibt. Wir geben die zusätzlichen Mittel in die Inklusion, das bleibt. Über 2.200 Stellen, die mittlerweile im allgemeinbildenden Bereich dort verortet sind. Wir haben die zusätzlichen Mittel für Deutschunterricht. Wir haben, und das kommt zu den 105% noch hinzu, den Sozialindex, die sozialindizierte Lehrerzuweisung, die noch einmal auf die 105% obendrauf gegeben werden. Und Stichwort Arbeitsbedingungen, die kleinsten Klassen, die es jemals in Hessen gab, die drittkleinsten Klassen im Vergleich mit allen anderen Bundesländern. Ich glaube, das sind Rahmenbedingungen, auf die sich die Lehrerinnen und Lehrer gerne verlassen und darin auch gut arbeiten können, meine Damen und Herren. Wir hatten heute ja schon eine Haushaltsdebatte, Stichwort Ausstattung der Schulen. Ich lade Sie einmal ein, begeben wir uns auf eine Reise. Fahren wir einmal in andere Bundesländer. Haben Sie schon einmal gesehen, wie dort die Schulen aussehen? Wie dort die Schulen aussehen? Der Zustand der Schulen in Hessen ist zumeist prima. Die Ausstattung ist zumeist prima. Immer ein Stück weit auch von dem Schulträger abhängig. KIP 1 mit 3.000 Anträgen ist in Arbeit, KIP 2, und da bin ich sehr dankbar für die Signale, die heute Morgen gegeben wurden, das 3,3 Milliarden € Bundesprogramm, aus dem 320 Millionen € nach Hessen kommen, noch einmal durch günstige Darlehen aus dem Land aufzustocken, damit der Zustand an den Schulen noch besser wird, mit einer noch besseren Infrastruktur. Das nenne ich verantwortungsvolles und zielgerichtetes Handeln. So machen wir das. Und ich glaube, Kollege Schwarz, Sie müssen langsam zum Schluss kommen. Schluss. Wir orientieren uns an den Realitäten. Wir brauchen keine Studien. Wir brauchen Wertschätzung und Anerkennung für das, was an Schulen geleistet wird. Und deswegen sehen wir uns als schwarz-grüne Koalition bestätigt in dem, was wir in den letzten drei Jahren geleistet haben. Und auf uns können sich die Kollegien auch weiterhin verlassen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Armin Schwarz. Das Wort hat der Abg. Wolfgang Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Kollege Schwarz, ich bin Ihnen zunächst dankbar, dass Sie daran erinnert haben, dass wir vor zwei Jahren hier schon einmal ähnlich dieses Thema diskutiert haben. Ich will aber als Zweites auch ein Missverständnis gleich an dieser Stelle ausräumen, das anscheinend bei der Koalition an dieser Stelle vorherrscht. Kollege May vermittelt da auch schon so den Eindruck. Es geht hier nicht darum, irgendetwas schlecht zu reden. Das ist nicht das Thema, um das es geht. Herr Kollege Quanz hat das vorhin schon sehr richtig dargestellt. Sondern worum es geht, ist einfach einmal die Situation an unseren Schulen objektiv zu beleuchten. Und da frage ich mich in der Tat, wovor haben Sie in der Koalition Angst, dass Sie diese objektive Beurteilung nicht haben wollen? Sehr verehrte Damen und Herren, wir teilen ausdrücklich das Anliegen, eine Studie zu den Belastungen der Lehrerinnen und Lehrer in Hessen zu erstellen. Wir haben, Herr Kollege Schwarz hat es dankenswerterweise erwähnt, bereits vor zwei Jahren eine sehr ähnliche Forderung aufgestellt und dafür leider die Zustimmung des Hauses nicht bekommen. An den inhaltlichen Schwerpunkten, an den Fragestellungen hat sich seitdem nichts geändert. Im Gegenteil, die sind nach wie vor richtig. Wir haben die Situation, dass durch die gesellschaftlichen Entwicklungen die Aufgaben in der Bildungs- und Erziehungsarbeit eben nicht mehr so sind, wie sie vor 20 oder 30 Jahren waren, sondern dass sich die Anforderungen grundlegend verändert haben, dass sich das Aufgabenspektrum der Lehrerinnen und Lehrer
in dieser Zeit verändert hat, dass Herausforderungen, die es teilweise schon immer gab, heute aber auch anders zu bewerten sind, ob das die Frage von Klassenfahrten, Schulaufführungen, Projekten, Konferenzen, Vernetzen mit anderen Institutionen, vor allem aber auch die Zusammenarbeit mit Jugendämtern und Therapeuten erheblich mehr zugenommen hat, dass die von der Landesregierung, vom Kultusministerium, von der Kultusbürokratie abgeforderten zusätzlichen Dokumentations- und Beratungsarbeiten natürlich Anforderungen verändert haben. Das kann man doch alles nicht wegdiskutieren. Und dass das alles in der unterrichtsfreien Zeit zu machen ist, das wissen wir. Es geht nicht nur um die Pflichtstunden, sondern es geht um alles das, was in der unterrichtsfreien Zeit stattzufinden hat. Und dazu gehören auch noch die Fragen, die wir hier auch schon diskutiert haben, wie Fort- und Weiterbildung, Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, Korrekturen und. Worum es gehen muss, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist eine unabhängige wissenschaftliche Untersuchung durchzuführen über die tatsächliche Arbeitszeit, nicht über irgendwelche gefühlten Dinge, sondern die tatsächliche Arbeitskraft der Lehrkräfte und im Übrigen auch der Schulleiter in allen Schulformen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, uns allen ist bekannt, ich wiederhole das noch einmal, dass sich die Arbeitszeitbelastung der Lehrkräfte nicht nur an der Unterrichtsverpflichtung orientiert, das weiß auch Herr Kollege Schwarz aus der Praxis, sondern dass darüber hinaus die zahlreichen dienstlichen Tätigkeiten zugenommen haben, innerhalb und außerhalb der Schule. Und einige Dinge, die sich besonders gerade auch in den letzten zwei Jahren noch einmal massiv verändert haben, sind die in Punkt 4 des SPD-Antrags aufgeführten Probleme. Auch wir Freie Demokraten sind der Auffassung, dass der zeitliche Rahmen, der für diese Tätigkeiten anfällt, oftmals in der gesellschaftlichen Debatte falsch eingeschätzt wird. Und dabei sage ich sehr deutlich, der wird zu einem ganz großen Teil unterschätzt, er wird aber auch da und dort mal überschätzt. Das sollte man der Vollständigkeit halber schon dazu sagen. Und worum es gehen muss, ist hier einen objektiveren Maßstab zu finden mit profunden Kenntnissen, mit einer sauberen Untersuchung der Situation. Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es notwendig, die Arbeitsbedingungen und die Arbeitsbelastung durch eine unabhängige wissenschaftliche Erhebung zu untersuchen. Da geht es mehr als um reine Zeiterfassung, Aufsplitterung einzelner Aufgabenfelder. Dazu gehört auch die Evaluation der Aufgaben, der Organisationsabläufe usw. Darauf haben wir vor knapp zwei Jahren hingewiesen. Es hat an Aktualität nichts verloren. Kollege Quanz hat darauf hingewiesen. Ich habe es auch schon erwähnt. Es wäre sehr bereichernd, wenn wir nach den zwei Jahren jetzt mit etwas mehr Objektivität an das Thema herangehen könnten. Aber das scheint nicht der Stil dieser Koalition zu sein. Herr Kollege Schwarz konnte es nicht vermeiden, das Gleiche zu tun, was in der letzten Debatte noch Herr Kollege Irmer gemacht hat, nämlich ein Zitat von meiner Freundin Nicola Beer zu verfälschen. Ich will Ihnen gerne, zum Glück habe ich das Protokoll dabei, das richtige, nicht das verfälschte, sondern das vollständige Zitat nennen. Nicola Beer hat gesagt, wir haben viele tolle Lehrer, aber leider auch zu viele, die nicht in die Schule gehören. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was soll denn daran falsch sein? Was soll denn daran falsch sein? Ich bleibe dabei und sage das sehr ausdrücklich. Das war richtig und ist richtig. Jeder Lehrer, ein einziger Lehrer, der schlecht ist, der Kinder nicht fördern kann, der Kinder nicht neugierig hält, der bei Kindern keinen Lernfortschritt erzielt, ist ein Lehrer zu viel. Denn das sind zu viele verlorene Lebenschancen, und das sollten wir unseren Kindern nicht zumuten. Und das, Herr Kollege Reinig, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme sofort zum Schluss. Das hat Nicola Beer damals zu Herrn Irmer gesagt, und ich sage es heute Ihnen, Herr Kollege Schwarz, nehmen Sie es sich zu Herzen. Mein letzter Punkt oder mein abschließender Satz. Wer sich weigert, wie Sie, Probleme zur Kenntnis zu nehmen, bleibt zwar unwissend, er löst aber die Probleme nicht. Und deshalb kann ich Sie nur auffordern, legen Sie Ihre Scheuklappen ab und stimmen Sie im Ausschuss dann doch einmal diesem Antrag zu. Vielen Dank, Kollege Greilich. Das Wort hat der Kultusminister, Staatsminister Prof. Lotz. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Beruf der Lehrerin oder des Lehrers ist ein anspruchsvoller Beruf.
Deswegen muss die Entscheidung, ihn zu ergreifen, auch Teil einer persönlichen Berufung sein. Er ist anspruchsvoll, weil die Bindung unserer Kinder und Jugendlichen eine der bedeutungsvollsten gesellschaftlichen Aufgaben ist. Er ist anspruchsvoll, weil die Erfüllung dieses Bildungs- und auch Erziehungsauftrags den ganzen Menschen fordert. Aber er ist auch anspruchsvoll, weil er sich nicht schematisieren lässt und eben auch keiner standardisierten Zeiterfassung zugänglich ist. Lehrer arbeiten in nicht unbeträchtlichem Umfang von zu Hause aus. Das müssen sie auch, das dürfen sie auch, gehört auch mit zu dem pädagogischen Freiraum. Lehrer arbeiten auch in den Schulferien, aber natürlich in dieser Zeit deutlich weniger und während der Schulzeit dann entsprechend mehr. Das ist ein Rhythmus, den so kein anderer Beruf kennt. Und dazu kommt noch die generelle Schwierigkeit, die Erfüllung pädagogischer Aufgaben überhaupt zu quantifizieren. Und dagegen, meine Damen und Herren, hilft auch keine Studie, schon gar nicht eine solche, wie sie die SPD hier vorschlägt. Das können Sie exemplarisch an den ersten drei von vier Punkten sehen, die in diesem Antrag aufgelistet sind. Was soll denn da betrachtet werden? Die Zahl der Pflichtstunden? Dazu gibt es eine Übersichtstabelle auf der Homepage der Kultusministerkonferenz. Dafür braucht es keine Studie. Die Beihilfebedingungen? Gut, da müsste man sich jetzt die Beihilfeverordnung der 16 Bundesländer nehmen und nebeneinander legen. Das ist ein gewisser Aufwand. Aber das braucht auch keine Studie. Und zu den frühzeitigen Pensionierungen? Da werden die Ursachen nicht im Einzelnen erhoben. Aber was ich Ihnen sagen kann, und dazu braucht es auch keine Studie, ist, dass seit dem Schuljahr 2004/05 bis zum letzten Schuljahr 2015/16 die vorzeitigen Pensionierungen wegen Dienstunfähigkeit von 30% aller Pensionierungen auf 8% kontinuierlich abgenommen haben. Wenn Sie das zum Maßstab für die Belastung unserer Lehrerinnen und Lehrer nehmen wollen, dann muss sich die Lage in den letzten 10 Jahren aber kontinuierlich und massiv verbessert haben. Und das steht im krassen Gegensatz zu Ihrer Bestandsaufnahme. Entspricht aber, wenn wir davon ausgehen, dass zusätzliche Ressourcen auch zu einer Entlastung führen, auch tatsächlich der Entwicklung der Personalressourcen in dieser Zeit, weil nämlich in diesen 10 Jahren auch die Zahl der Lehrerstellen kontinuierlich angewachsen ist. Bleibt der Punkt 4 mit seinen Spiegelstrichen. Da sind natürlich einige zusätzliche Belastungen drin, nicht alle. Ich würde sagen, so etwas wie Elternarbeit oder auch individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern, das ist das Kerngeschäft von Lehrerinnen und Lehrern, meine Damen und Herren. Das ist jetzt nicht eine zusätzliche Belastung, die sich irgendwie diese Landesregierung ausgedacht und erst vor ein paar Jahren ins Gesetz geschrieben hat. Aber natürlich Dinge wie inklusive Schule, Ganztagsschulausbau oder die Integration von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern, ja, das sind zusätzliche Belastungen. Aber es gibt auch keine Studien, die das jetzt objektiv ermitteln würden. Was an Material existiert, sind ausschließlich Befragungen von Lehrerinnen und Lehrern, die aber das subjektive Belastungsempfinden zu erfassen versuchen und deren Repräsentativität durchaus zweifelhaft ist. Das niedersächsische Kultusministerium hat das vor kurzem mal versucht, hat eine breit angelegte Online-Befragung durchgeführt mit einer Rückmeldequote von etwa 10%. Also 9 von 10 Lehrerinnen und Lehrern hielten es nicht einmal für nötig, über ihre Belastung ihrem Dienstherrn Auskunft zu geben. Das ist auch ein Zeichen, meine Damen und Herren. Und es gibt aus Hamburg eine Studie, die ist erst 2015 veröffentlicht worden, unter anderem von dem bekannten Bildungsforscher Wilfried Boos, die feststellt, dass dieses subjektive Belastungsempfinden von Lehrerinnen und Lehrern von ganz vielen Faktoren abhängig ist. Da gehört die Zusammensetzung des Kollegiums dazu, die Zusammensetzung der Elternschaft, auch das persönliche Umfeld, die eigene Disposition, Dinge wie die Raumgestaltung, das individuelle Arbeitsethos, und da kommen noch ganz viele mehr. Und interessanterweise hängt das subjektive Belastungsempfinden in keiner signifikanten Weise von den klassischen Steuerungsgrößen der Bildungspolitik ab, also etwa Klassengröße oder Zusammensetzung der Klassen. Und aus all diesen Gründen, meine Damen und Herren, ist das eine Scheinobjektivität, die Sie hier postulieren, die man angeblich in einer solchen Studie herstellen könnte. Das funktioniert nicht. Und deswegen gehen wir auch einen anderen Weg. Wir erkennen die zusätzlichen Belastungen an, die aus Dingen wie der inklusiven Schule, dem Ganztagsschulausbau, der Integration der Seiteneinsteiger resultieren. Und das unterfüttern wir auch mit zusätzlichen Ressourcen, und zwar nicht zu knapp.
mit über 2.000 Stellen jetzt für die inklusive Beschulung, über 2.000 Stellen für den Ganztagsschulausbau. Das läuft alles jenseits der normalen Unterrichtsversorgung. Über 2.000 Stellen für die schulische Integration von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern. Unterrichtsunterstützende sozialpädagogische Förderung hatten wir erst gestern mit potenziell 1.600 Stellen, die dafür zur Verfügung stehen. Das ist alles jenseits der normalen Ressource der Unterrichtsversorgung. Das machen wir alles, ohne darauf auf eine Studie zurückgreifen zu müssen, weil wir diese Form der besonderen Belastungen unserer Lehrerinnen und Lehrer sehr wohl anerkennen und weil wir dem auch entsprechend Rechnung tragen. Ich will nicht unerwähnt lassen, dass wir trotzdem auch der persönlichen Situation der Lehrerinnen und Lehrer Rechnung tragen mit der Arbeitszeitverkürzung, die jetzt zum kommenden Schuljahr bevorsteht. Deswegen trifft es auch einfach nicht zu, dass die Belastungen in Hessen in irgendeiner Form höher wären als in anderen Bundesländern. Wir liegen absolut im Schnitt der Bundesländer, was die Stundenvorgaben für die Lehrerinnen und Lehrer anbetrifft, es sei denn, Sie wollten behaupten, die Schülerinnen und Schüler in Hessen seien per se wesentlich problematischer als in Rheinland-Pfalz oder Niedersachsen. Das glaube ich aber ehrlich gesagt von unserem Hessenland dann auch nicht. Herr Minister, Sie denken an die Redezeit. Herzlichen Dank für den Hinweis, Herr Präsident. Dann will ich nur noch einen Hinweis unterbringen. Denn vor allem richten wir auch das Fortbildungs- und Beratungsangebot für unsere Schulen und die schulischen Netzwerke neu aus, um den einzelnen Schulen die Instrumente in die Hand zu geben, zusätzliche Belastungen ihrer Lehrkräfte zu lokalisieren und mithilfe unseres Unterstützungssystems aus Lehrkräfteakademie und staatlichen Schulämtern dann auch passgenaue individuelle Entlastungsmaßnahmen durchzuführen. Die Ressourcen dafür, das hat die Aufzeilung, glaube ich, eben auch noch einmal demonstriert, die Ressourcen dafür stehen bereit. Wir müssen sie an die richtigen Stellen bringen. Dafür geben wir den Schulen auch die entsprechende Unterstützung. Und das ist der Königsweg, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Wird der Antrag 194337 dem KPA überwiesen? Jawohl. Machen wir so.